Frau Abgeordnete Magistra Christine Muttonen. Danke, Herr Präsident. Herr Minister, meine Damen und Herren, ja, Herr Kickl, es waren tatsächlich die Populisten, die den Brexit ausgelöst haben und die sich dann geschlichen haben, die ihre Verantwortung überhaupt nicht wahrgenommen haben. Alle hätten wir uns wahrscheinlich ein schöneres Geschenk zum 60. Jubiläum der römischen Verträge gewünscht, ein schöneres Geschenk als den 29. März, den Tag, an dem der Brexit offiziell bekannt gegeben wurde. Viele von uns haben das sehr bedauert und wir bedauern es. Auch ich persönlich als Europäerin bedauere diesen Entschluss sehr, weil ein Stück meiner Identität, habe ich das Gefühl, wird da auch weggenommen. Wir alle haben Freunde in Großbritannien. Ich selbst habe englische Literatur studiert. Wir sind mit der englischen, mit der britischen Kultur sehr vertraut. Hier geht uns ein Stück verloren. Aber so sehr wir das auch bedauern, ich glaube, so sehr uns der Brexit auch treffen mag, am schwersten wird er wohl letztendlich die Briten selbst treffen. Und bereits das vergangene Jahr hat gezeigt, wie tief die Risse sind, die es in der britischen Gesellschaft gibt. Und besonders besorgniserregend finde ich die Lügen- und Hetzkampagnen, die im Mutterland der politischen Debatten Einzug gehalten haben, nicht nur gegen die EU und andere Länder, sondern auch innerhalb Großbritanniens selbst, wenn Richter von Zeitungen und selbst von Zeitungen zu Volksfeinden abgestempelt werden. Ich hoffe also sehr, dass es den Briten gelingt, diese gesellschaftlichen Risse zu kitten und sich auf ihre demokratischen Stärken zu besinnen. Denn trotz des Brexits, die Briten sind ebenso auf eine starke EU angewiesen, wie auch wir ein stabiles und ein handlungsfähiges, vereintes Königreich als Partner brauchen. Die EU sollte sich daher nicht von den extremen Brexit-Befürwortern und auch von den Rachesüchtigen in Politik und Presse provozieren lassen. Ich glaube, die oberste Maxime muss sein, in den Verhandlungen Ruhe zu bewahren. Wir wollen ja nicht die Briten abstrafen, denn davon hätten wir nichts letztendlich. Wir wollen weiterhin und wir brauchen weiterhin eine enge, vertrauensvolle und konstruktive Partnerschaft. Das ist gut für die Briten, aber auch gut für uns. Aber machen wir uns nichts vor, das Verhandlungsergebnis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch läuft die Debatte zum Thema Austritt Großbritanniens aus der EU. ORF2 muss jetzt aber die Live-Übertragung beenden. Hier kommt wie immer die Zeit im Bild. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen angenehmen Tag. Nicht geben. Die Rechte und Vorteile des Binnenmarkts können letztendlich nur die nutzen, die auch die Kosten und Pflichten akzeptieren. Und selbstverständlich müssen die Briten auch selbst die Rechnung zahlen, wenn sie den Tisch verlassen. Die Verpflichtungen von 60 Millionen Euro sind natürlich zu erfüllen. Wichtig ist zunächst nicht die Sicherheit und auch das Leben der Bürger und Bürgerinnen aufs Spiel zu setzen. Als ersten Punkt müssten die Aufenthaltsberechtigungen der rund 3 Millionen EU-Bürger in Großbritannien, und darunter sind 25.000 Österreicher und Österreicherinnen und auch der zahlreichen Briten in der EU, geschützt werden. Hier muss es eine Erklärung geben zum Schutz dieser Menschen. Sie brauchen Aufenthaltsrechte und besondere Rechte. Aber wichtiger noch als die zukünftigen Beziehungen zu den Briten ist die Frage unserer Beziehungen innerhalb der EU. Wir haben den Brexit, und das habe ich schon gesagt, nicht nur den dreisten Verdrehungen von Nigel Farage und dem rein innenpolitisch motivierten Spiel von Boris Johnson zu verdanken. Viele Briten, und damit sind wir aber
sind sie in Europa nicht alleine, haben auch das Vertrauen darin verloren, dass das gemeinsame Europa ihr Leben verbessert und sie vor den negativen Auswüchsen der Globalisierung schützt. Genau da müssen wir ansetzen. Das heißt, Schluss mit Steuerflucht und Steuerdumping, Schluss mit dem vielfachen Sozialdumping, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Dieses soziale Prinzip muss in der EU endlich durchgesetzt werden. Und die Erklärung von Rom gibt ja hier Hoffnung, denn da bekennen sich alle 27 Staaten zu einer sozialeren EU. Und das ist die richtige Weiterentwicklung, wohin wir gehen wollen. Danke. Argumentiert Christine Muttonen, die außenpolitische Sprecherin der SPÖ, rund um den EU-Austritt Großbritanniens. Ich begrüße nun auch die Zuseherinnen und Zuseher, die sich von ORF 2 auf ORF 3 zugeschaltet haben. Wir berichten seit 9.05 Uhr live vom heutigen Plenartag des Nationalrats. Und